Hallo und herzlich willkommen, liebe Promi-Geflüster-Freunde, und schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und natürlich auch hoffentlich weiterhin einschaltet, denn heute haben wir mal wieder einen, ja, lieben Musikkollegen aus dem hohen Norden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Sommer 2020, als es da im Europapark mal wieder um den Sommerhitkönig ging. Schon wieder einige Zeit her, wie gesagt. Und aus dem hohen Norden, da hat jemand behauptet, im Norden geht die Sonne auf. Die Rede ist von Mauko Sommer und ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen. Moin! Ein ganz herzliches Moin, lieber Frank. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ich habe ja gerade gesagt, 2020 war das, das sind jetzt schon wieder 2 Jahre her, der Sommer 2020, und du hast ja jetzt vor wenigen Wochen dein, ja, kann man sagen, erstes Album veröffentlicht, gell? Ja, absolut. Wie es der Zufall so will, da hat er ja schon ich hab's ja mal hier schon. Ah, sehr gut. Küstenpop, so nennt sich's. Also so eine ganz, ganz tolle Vielfalt. Erzähl mal ein bisschen drüber. Ja, also nach dem ersten Fernsehauftritt von mir 2020 ging es ja für mich dann so richtig los. Es war ja so in der Corona-Anfangszeit, man konnte nicht viel machen. Und ich habe dann ja so viel positive Energie gespürt und habe dann zu meinem ganzen Team gesagt, lass uns jetzt in dieser Zeit ein ganzes Album raushauen, lass uns an Songs arbeiten. Und dann ging es wirklich von 2020 bis 2022 ins Studio und wir haben an sehr vielen neuen Songs geschraubt. Und ja, ich freue mich mega, dass das Album jetzt auf dem Markt ist. Und ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Also nach 2 Jahren endlich so eine komplette CD mal wieder in den Händen zu halten, das ist natürlich schon was ganz Tolles. Sind 14 Titel, glaube ich, drauf. Und ja. Alle aus deiner Feder, komplett sozusagen, oder mit aus deiner Feder. Ja, absolut. Also ich habe ja mittlerweile ein ganz cooles Team um mich rum und ja, es läuft meistens so ab, wenn ich habe da eine ganz gute Idee oder ich denke, es ist eine gute Idee und dann rufe ich meinen Texterkollegen an, Grüße gehen raus an Carsten und ja, dann erzähle ich meine Ideen und dann lege ich mal los, er legt mal los und ja, dann telefonieren wir 1-2 Tage später und gucken mal, was bei rausgekommen ist und dann feilen wir so Stück für Stück dran. Ja. Und dann, wie gesagt, kommt sowas zustande. Ich habe schon mal ein bisschen reingehört. Also sind teils ja flotte Nummern dabei, teils aber auch ein bisschen Balladen. Also so eine schöne Spannbreite aus dem Norden, kann man sagen, was deine Heimat ja auch ein bisschen sozusagen widerspiegelt, ne? Ja, absolut. Das war mir super wichtig, dass viele Texte natürlich auch so ein bisschen mit dem Norden verbunden sind. Denn das ist ja genau das, was ich auch fühle und was ich auch präsentieren möchte. Und dazu kommen jede Menge Live-Instrumente dann auch. Denn ich komme ja, ich komme von der Live-Musik, ich komme von der Tanzmusik. Und deswegen sind mir so eine Sachen super wichtig, dass meine steirische Harmonika immer mit drin ist, dass Live-Gitarren angespielt sind. Und ja, diese Kombination, sag ich mal, ist für mich dann auch ein ganz neues Genre, Küstenpop, also ich sag mal, eine richtig neue Farbe im Schlager. Wir haben es ja damals schon angesprochen, als du bei Immer wieder sonntags warst. Da war ja auch die steirische Harmonika natürlich dein Markenzeichen. Und ist es natürlich auch noch. Wie kommt eine steirische Harmonika in den Norden? Die Frage muss doch nochmal erlaubt sein. Also, Florian Silbereisen ist ja schuld, in Anführungsstrichen. Ne? Ich habe ihn ja, 2011 war das, habe ich ihn bei uns mal in Kiel gesehen. Da hieß es damals noch das Herbstfest der Volksmusik. Und da kam er dann raus als Opener mit der steirischen Harmonika und ich kannte das Instrument gar nicht. Also bei uns kennt man ja immer Akkordeon, Schifferklavier. So, ne? Und da habe ich gedacht, wow, was für ein Instrument. Das sieht ja mega aus. Der Klang, er hat mich echt umgehauen. Und Silbereisen hat auch richtig viel live drauf gespielt. Und habe ich gedacht, nee, ganz ehrlich, egal was passiert in meinem Leben, aber ich fahre nächste Woche nach Österreich und kaufe mir so ein Ding. Und das habe ich dann auch so gemacht.
Also ich bin da nächste Woche zu meinem Chef dann hin. 2011 ist ja jetzt schon ein bisschen her. Und habe gesagt, Mensch, guten Tag, Chef, ich bin mal ein Jahr weg. Und das habe ich dann noch so gemacht. Also ich bin in einem Jahr, bin ich immer nach Österreich gefahren, immer in der Woche. Und am Wochenende war ich immer wieder hier, weil ich da viele Auftritte so hatte. Und ja, dann habe ich so Stück für Stück die Steirische erlernt. Und wie das beim Instrument so ist, also ich lerne ja immer noch. Also da lernt man nie aus. Und also es bringt mir so viel Freude und so viel Spaß. Es ist ja Wahnsinn. Da bist du extra zum steirische Harmonika lernen in nach Österreich. Ja. Wird Ich habe nachts noch. im Norden nicht beigebracht, oder? Das Instrument ist da eigentlich eher ein bisschen stiefmütterlich sozusagen. Ja, es gibt keinen hier im Umkreis, weiß nicht, von 500 Kilometern, der es spielen kann. Und ja, ich habe also nachts, weiß ich noch, habe ich noch gegoogelt, steirischer Harmonika, Florian Silbereisen. Ich wusste ja gar nicht, wie das Instrument heißt, ne? Knopfakkordeon, Silbereisen. Sondern bin ich drauf gekommen und dann habe ich nachts noch diesen Workshop gebucht. Der war dann, ich sag mal, ja, ich glaube, 2, 3 Wochen später in Österreich ein einwöchiger Workshop. Und den habe ich gleich gebucht. Ja, und dann, da ist ja mein Traum wahr geworden. Also ich saß in dieser Pension mit einer steirischen Harmonika und wir waren da, ich glaube, so 12 Leute. Auch viele Ältere, waren auch viele, sagen wir, 70, 80-Jährige dabei. Und es war so eine schöne Gemeinschaft. Und ja, also Gänsehaut, Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil, ja, weil man muss ja schon sagen, das hat auch mein ganzes Leben ja komplett beeinflusst. Und deswegen bin ich einfach super froh, dass ich Silbereisen damals so gesehen habe, so erlebt habe und dieses Instrument für mich entdeckt habe. Ja, ist was, ja, unbeschreiblich. Weiß er Bescheid, dass du aufgrund dessen die Harmonika erlernt hast? Ja, ob er das jetzt direkt weiß, ich habe mal 1, 2 Videos damals hochgeladen. Denn man muss ja sagen, ich habe auch, egal wo ich hingeflogen bin oder hingefahren bin, von 2011 an, meine Steirische war ja immer mit. Und ich bin damals auf dem Times Square in New York gewesen und hatte meine Steirische mit und habe Silbereisen ein Ständchen gespielt damit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nie zu ihm durchgedrungen. Aber es wird der Tag kommen, wo ich ihm es auf jeden Fall nochmal sagen werde. Und mich bedanken werde. Okay, sehr schön. Ja, das wäre natürlich eine gute Gelegenheit, dann die CD gleich vorzustellen, ne? Jetzt, wenn man so ein Absolut. neues Werk hat, wir haben es jetzt im Vorgespräch, also das heißt, die Tage haben wir ja schon kurz mal gesprochen, natürlich festgestellt, die Fernsehauftritte sind natürlich jetzt nicht mehr so für Newcomers schon gleich gar nicht mehr ganz so gesegnet, wie es mal ja, vielleicht vor 10 Jahren noch war, ne? Ja, absolut. Also auch mein Manager, Grüße gehen raus an Lutz, der sagte auch mal, Mensch, Margot, wenn wir dich vor 10 Jahren, da hätten wir dich so gut platzieren können überall. Aber mittlerweile ist es dann wirklich schwer geworden und das, was ja auch viele Newcomer beschäftigt oder ich glaube auch viele, oder ich sag mal unser Publikum draußen, dass ja in vielen Shows vielleicht natürlich auch immer dieselben Darsteller auch da sind. Aber das ist jetzt so die Zeit und wir geben trotzdem Gas und ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich die eine oder andere Chance auf jeden Fall da noch entwickelt. Das wünsche ich dir natürlich ganz fest, auch ganz klar. Aber für einen Künstler ist es natürlich dennoch ja auch wichtig, dass er sein Publikum erreicht, sprich auch Auftritte hat. Und ich glaube, da bist du trotz allem auch noch gut aufgestellt. Also da sind bestimmt einige Termine jetzt in nächster Zeit, die stehen im Raum, oder? Ja, absolut. Also ich habe das Glück auch, dass ich schon seit über 22 Jahren meine Tanzband habe und also ich sag mal sehr viel in Schleswig-Holstein auch unterwegs bin. Und ja, deswegen, ja, da sprichst du was Richtiges an. Ich habe ja sehr, sehr viele Auftritte und ich kann immer dieses Bühnenleben auch wirklich genießen. Und deswegen ist natürlich ein Fernsehauftritt, es ist ja was sehr Besonderes, ne? Und das sind ja immer so eine kleinen Etappen, wo man irgendwie auch so ein bisschen drauf hinfiebert und sich da probieren möchte.
Und deswegen werde ich das nach wie vor auch probieren und wirklich zu 100% alles geben und da sein, wenn die Chance kommt. Aber wie gesagt, ich liebe es auch. Ich habe gestern ein tolles Konzert gespielt. Wirklich, das ist durch die Corona-Zeit ein bisschen entstanden. Da haben wir im Pflegeheim, spielen wir nach wie vor in der Woche immer. Und am Wochenende geht es dann wirklich auf größere Bühnen. Und das genieße ich, als wenn es keinen Morgen gibt, sage ich mal. Und ja, und trotzdem immer mal wieder dranbleiben und versuchen, ins Fernsehen zu kommen. Ja, also das wird dann schon irgendwo dann auch wieder stattfinden, ganz klar. Auch wenn wir jetzt nicht mehr ganz so viele Musiksendungen haben wie einst. Das ist auch ganz klar. Aber deswegen, man darf nie aufgeben, dranbleiben und weitermachen, wie es so schön heißt. Ne? Ganz genau. Immer weiter, weiter. Wobei natürlich die Krise, dachte man, jetzt haben wir es überstanden, da kommt wieder hier so eine ganz andere Problematik auf uns zu. Und die haben wir, glaube ich, noch lange nicht ausgestanden. Aber über solche Themen wollen wir heute gar nicht wirklich reden. Jetzt geht es eher mal darum, Marco Sommer, den Sommer, den haben wir ja jetzt wirklich dann auch so langsam mittendrin. Heiße Temperaturen, fast wieder zu heiß. Oder wie geht es bei dir da vonstatten? Wie kühlst du dich raus? Ja, es geht ja hier erst richtig los mit den Temperaturen. Und also ich muss sagen, ich kann das richtig gut ab. Ich bin gar nicht hitzeempfindlich, eher andersrum. Also wenn ich so Klimaanlagen sehe, da mache ich einen großen Bogen rum. Oder auch so im Auto eine Klimaanlage ist bei mir mal definitiv aus. Geht bei mir immer sofort auf die Stimmen und so. Deswegen, ich komme da ganz gut mit klar. Ich bin witzigerweise auch gar keine Wasserratte. Also einige, die springen ja hier bei uns zack rein in den Kanal und was. Nee, bin ich auch nicht. Ich kann auch nicht gut schwimmen, muss ich sagen. Aber ja, ein bisschen Eis, ein bisschen kalte Getränke, das geht ja immer. Ja, ja, also Eis sage ich auch nicht nein, abgesehen davon. Ne? Das ist natürlich nur nicht gut für die Linie wiederum, wenn man zu viel hat. Ne? Nee, absolut, ich passe ein bisschen auf. Ja. Aber jetzt so einen schönen Sonnenuntergang wie bei mir da hinten, das kann man bei euch eventuell auch erleben, oder? 100%. Also ich sage dir, der schönste Sonnenuntergang, den ich im letzten Jahr gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich bin ja sehr viel mit meinem Bulli unterwegs. Okay. Und bereise ja auch jeden Auftritt mit meinem Bulli. Und ganz witziger, also ich habe letztes Jahr, habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich fahre hier einfach mal an den Großwittensee hier bei uns. Und dann wache ich morgens um 4 oder 4:15 auf und du glaubst es nicht. Ich werde da jetzt irgendwann mal wieder hinfahren und nochmal ein Foto auch in meine Story posten. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich würde sagen, ich toppe ein Müh deinen Sonnenaufgang. Okay, sehr schön. Ja, da bin ich mal gespannt. Also hau mal was rein. Genau, dann können wir mal vergleichen. Also bei mir schaut es ja so aus, wenn man es genau sieht nochmal. Ne? Ja, wunderbar. Ja, ist schon sehr schön. Ja. Ja, Bulli, das ist das so ein neues Modell oder so, wie man sich jetzt wirklich vielleicht vorstellt, so ein älterer VW-Bus? Ja, ist schon ein bisschen älter. Baujahr ist 2003. Aha. Also jetzt nicht mehr so ganz alt, ne? Also ist ein T4. Und ich habe den ja Gebrauch gekauft dann, ne? Ist aber wirklich mein Traum. Ich wollte immer einen Bus haben, weil ich das immer so schön fand. Musikinstrumente rein, Bett hinten rein und einfach losfahren und irgendwo ankommen und gar nicht wissen, wo man ankommt. Ja, ne? Ja. War immer so Wunschvorstellungen. Und ich hatte davor so ein ganz kleines Cabrio und das sah immer aus, wenn ich zum Auftritt gefahren bin. Oben die Boxenstative raus, die ganzen Boxen und die Leute haben immer gesagt, sag mal Junge, du kannst doch so nicht Auto fahren. Und jetzt habe ich meinen Bulli, hinten getönte Scheiben und wenn es noch mal länger wird, sage ich einfach hier, schönen Tag noch, ab ins Bett. Und also ich liebe das, ich liebe meinen Bulli und den gebe ich auch nicht mal wieder her. Also ja, okay. Einmal Bulli, immer Bulli. Genau, ja. Und jetzt muss man also wieder überlegen, das wäre irgendwie das Feeling gar nicht, wenn der jetzt auf einmal mit Strom fahren würde, oder? Nein, auf keinen Fall. Nein, also ja, es soll ja irgendwann kommen, ne? Vielleicht gewöhnt man sich auch irgendwann dran, aber ne, solange ich hier fahren darf, hier, da,
Fahren dürfen wir ja weiterhin noch, nur es wird nichts mehr produziert. So soll es wohl sein. Ja. Ne? Ja, Aber genau. ich finde, die alten Bullis sind auch am liebsten natürlich ein T1 oder ein T2 oder so, ne? Aber ich finde, die alten Bullis, das hat ja auch super viel Charme, ne? Also, Ganz klar. und bei uns gibt es in Fehmarn oder auf Fehmarn immer so ein Bulli-Treffen. Es ist ein Wahnsinn, was da für eine Leidenschaft auch drin steckt. Und das finde ich ja so schön. Also viele haben die Leidenschaft in der Musik, so wie ich jetzt, oder viele haben die dann im Bulli. Und wenn ich rausgucke, sehe ich jeden Abend hier viele Angler. Und dann denke ich immer, wow, die geben die ganze Kohle und alles, die kaufen sich neue Angeln und wollen auch einen dicken Aal fangen und so. Ne? Und ja, es ist irgendwie schön, dass so jeder seins irgendwie auch hat. Ja, auf alle Fälle, ganz klar. Ne? Ich meine, ich habe jetzt zwar auch das 9-Euro-Ticket, bin jetzt ein bisschen mit der Bahn mal gefahren, aber Bahngeschichten, da könnte man auch noch einiges erzählen. Letzthin hatte ich noch eine richtige, ja, kann man sagen, Horror-Irrfahrt von Essen wieder zurück nach Stuttgart. Also da mit dem IC allerdings, also da hat man auch reservierte Plätze gehabt, war überhitzt zum einen, die Klimaanlage ausgefallen und dann gab es noch Personen auf den Gleisen und so weiter. Letztendlich, unterm Strich, hat man 2 Stunden Verspätung. Die Bahn lässt Ja, grüßen. das ist, ja. Da muss ich gleich an Edmund Stoiber denken. Ich weiß, vom Hauptbahnhof Genau. ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe Mit das dem damals sehr gefeiert. Transrapid, da steigen Sie gleich hinten Flughafen ein. Genau, so war das doch irgendwie, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Soweit da dazu. Thema Reisen. Also Fliegen macht zurzeit auch nicht wirklich Spaß. Also da weiß man nicht, ob der Flieger überhaupt stattfindet oder der Flug, genau. Ob er startet. Ja. Dann eben doch mit dem Bulli unterwegs sein. Dann hat man Sicherheit. Ab mit dem Bulli. Ich bin jetzt Ja. in 2 Wochen, glaube ich, fahre ich auch 2 Wochen einfach mal quer durch Deutschland und gucke dann mal kurz nach Österreich vorbei. Zur Harmonika. Zur Harmonika, ja. Und ich liebe auch Kontraste, ne? Also, Aber ich mache. auf deiner Deutschlandreise, wenn du da jetzt nicht in Stuttgart bzw. da, wo ich bin, Reutlingen Station machst, dann bin ich sauer mit dir. Ja, ist doch fest eingeplant. Sag 100%. Bescheid, sag Bescheid, ne? Empfangen wir dich hier. Genau. Jetzt sehe ich gerade, wenn man dich da mal ein bisschen größer schaltet, hier hinten von dir links, ganz weit hinten, ein Bild, ist da ein Lama zu sehen oder was hat es mit dem auf sich? Ja, hier, ne? Ja, genau. Es ist ein Lama. Ja, es ist. Ich fand es einfach so schön und habe ich einfach gesagt, ja, ist mir ganz egal, aber das Lama kommt mit. Und wenn ich heute nichts mehr mache, aber das Lama, das kommt hier bei mir ins Wohnzimmer. Ja, also auch nur auf dem Bild, jetzt kein echtes, ne? Genau. Nee, es ist ein Bild, witzigerweise, ich habe es schon seit 2 Jahren, es ist aber noch nicht angebracht. Es steht gegen den Heizkörper gelehnt. Okay, Mache ich aber okay. irgendwann nochmal. Und apropos Heizkörper, am anderen Heizkörper steht die Gitarre. Richtig. Ja. Ja, sehr gut. Ja, ich mache schon viel Songwriting, mache ich eher mit der Gitarre. Mit der Steirischen nachher eigentlich eher, wenn der Song fertig ist. Aber so ein bisschen überlegen, Mensch, welchen Akkord und Text, wie, dann daddel ich mir es immer am liebsten mit der Gitarre raus. Okay. Ja, dann, wie gesagt, sind wir mal gespannt, wenn die Reise hier bei mir vorbeikommt. Dann machen wir dann mal ein Live-Interview miteinander. Ne? Also von Ja, Angesicht zu super Angesicht. gerne. Ne? Super Vielleicht gerne. finden wir auch dann noch eine Location, wo wir dich dann mal kurz musikalisch einbauen können. Wer weiß. Ich habe meine Boxen immer mit. Ein Anruf. Ich bin in Stuttgart. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, Hoher Norden, jetzt nochmal ein bisschen zu deiner CD, nochmal 2, 3 Sätze. Was sind so deine Favoriten oder was würdest du den Zuschauern jetzt ans Herz legen? Welche Nummer ist von deiner Seite aus jetzt wieder ganz besonders gelungen? Ich meine, wenn man klar einen Musiker fragt, der sagt natürlich klar, jede Nummer ist gut. Stimmt auch. Ne? Aber vielleicht gibt es so Ja, ein klar, spezielles Ding, wo du sagst, da kann man richtig mal mitfüllen. also ich sag mal, ja, so wie du sagst, man ist ja schon, oder ich sag mal, ich persönlich bin ja in jedem Song richtig drin.
Denn es ist ja nicht einfach so, dass man einfach mal schnell ins Studio fährt und mal kurz was einsingt, sondern ich habe ja in jeden Song Tage und Wochen irgendwie auch reingegeben und habe immer versucht, so, okay, was können wir da und hier noch machen. Und als erstes muss man ja mal sagen, wir haben ja zwei Singles veröffentlicht, bevor die CD rauskam. Und daran orientiert man sich auch mal so ein bisschen. Finde ich auch ganz cool, dass man nicht einfach eine CD mal schnell fertig macht, sondern wir haben ja auch das Feedback aus den ersten zwei Songs, die wir so hatten oder vorab rausgebracht haben. Da haben wir schon ein bisschen geguckt, alles klar, was für ein Feedback kriegen wir da und das bauen wir in die anderen Lieder jetzt mit ein. Ne? Also momentan ist ja meine aktuelle Single Lass mich dein Sommer sein. Finde ich ein Mega-Song, muss ich sagen. Weil es eben auch so eine schöne Liebesgeschichte ist und dann bei uns hier an der Ostsee gedreht. Witzige Anekdote, das Video, da hatte ich auch eine Freundin gefragt, Mensch, kannst du dir vorstellen, mit mir das Video zu drehen? Und ja, das ist eben auch eine ganz schöne Freundschaft. Und ja, also lass mich dein Sommer sein, das wollte ich damit sagen. Das finde ich jetzt, mein aktueller Song finde ich richtig gut. Du hast es angesprochen, ich habe ja auch ruhige Songs mit drauf. Zum Beispiel Wie Himmel und Meer ist ein Freundschaftssong für meinen besten Kumpel. Grüße gehen raus. Und den habe ich wirklich auch zweimal auf dem Album. Also einmal als Abtemponummer, wo man schon ein bisschen immer gut zu tanzen kann. Das ist mir bei vielen Songs eben auch sehr wichtig, weil ich ja auch aus der Tanzmusik komme. Und weil er eben so eine schöne Botschaft für mich auch trägt, habe ich den auch als Balladenvariante nochmal raufgesetzt, nur mit der Gitarre gespielt. Als Anklang die Nummer 14 dann, genau. Genau. Also finde ich sehr, sehr schön, weil mich ja auch, und ich finde auch, das kennt ja auch jeder. Das hat ja eigentlich fast jeder, vielleicht auch wirklich Menschen, ob das jetzt die Frau ist, der Mann ist oder wirklich auch der beste Freund ist, der einen super lange begleitet. Und deswegen finde ich die Nummer auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Ich finde auch Kind der Heimat, der erzählt ja, oder der Song Kind der Heimat erzählt ja, wie schön es hier im Norden ist. Und ich hätte gerne den Song immer so ein bisschen gerne als Hymne für Schleswig-Holstein. Und denn es gibt so ein, zwei Schleswig-Holstein-Songs auch. Ja, aber ich finde persönlich, da hat Bernhard Reider, auch da Grüße gehen raus nach Österreich, da haben wir nämlich den Text da zusammen gemacht. Ja, also das würde ich sagen, Kind der Heimat präsentiert komplett Schleswig-Holstein, finde ich auch sehr besonders. Dann zum Beispiel mein Bulli-Song, Wir fahren irgendwo hin. Die Nummer zwei müsste es sein. Es ist ja gerade neu rausgekommen, ich muss jetzt mal gucken. Ja, die Nummer zwei, Wir fahren Stimmt, irgendwo stimmt, hin. stimmt. Genau, das ist eine absolute Bulli-Nummer. Weiß ich noch genau, wie ich die geschrieben habe, weil ich gedacht habe, ja, es muss ja einen Song über den Bulli geben. Also, ne, also ich bin so viel im Bulli unterwegs, bitte einen Song über Bulli. Und ja, den finde ich mega gute Laune. Ne? Also, und auch Ja. da wieder, wie ich die Berge auch liebe und natürlich Norddeutschland, ist ja ganz klar. Aber das sind so die Kontraste. Und ich feiere total gerne, ich tanze total gerne und dann aber wieder Kontrast runter auf eine Ballade. Das finde ich super spannend. Klar, das machen auch viele andere Künstler. Aber mir liegt das irgendwie, also finde ich sehr, weil es eben aus dem Herzen kommt. Richtig schön Party und abfeiern und dann wieder runter. Ja, Genau. bisschen runter. Und ich weiß, ich könnte jetzt über jeden Song so viel erzählen, aber ich habe eine Covernummer gemacht. Aloha, ja, Und hey. zwar Aloha hier, hier. Ja. Oder? Ist es die? Ja, es ist die und ja, die, mega. Ja, also ich finde sie ist eben sommerlich, sie ist eben weg von, ja, weg von dem ganz normalen Takt. So, ich finde das Original fand ich mein Leben lang schon gut, aber man konnte eben nie dazu tanzen. Und da habe ich zu Geo, zu meinem Produzenten gesagt, ich sage hier, Aloha he, mega Ding, lass uns die tanzbar machen, lass uns die im Küstenpop-Style machen, dass es schon ein bisschen Sommerbeats ist und ich finde, die ist auch richtig gut gelungen. Ja, definitiv, definitiv, genau. Jetzt mal eine Frage, so antik, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, aber man muss es ja auch nicht verraten. Wo gibt es deinen Lieblingsplatz im Norden? Wo bist du sehr gerne? Gibt es sowas?
Lieblingsort? Ja, viele. Also Viele. es geht wirklich. Also ich liebe das ja, immer mal rumzufahren auch, ne? Und deswegen sehe ich eben auch sehr viel. Mit dem Bulli da mal anhalten, mit dem Bulli da mal anhalten. Also es gibt viele Plätze. Ich würde fast anfangen bei mir auf der Terrasse, auf dem Balkon, weil ich eben auch sehr wasserbezogen bin und es ist ja hier nun mal direkt vor der Haustür. Also absolut Lieblingsplatz bei mir Balkon. Dann an der Ostsee, am Strand Kalifornien, wo wir auch Lass mich dein Sommer sein gedreht haben. Absoluter Lieblingsplatz, weil ich da super viele schöne Erinnerungen habe. Und auf der anderen Seite auf jeden Fall St. Peter. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, man merkt schon, also Wasser zieht mich an. Und wenn ich auch mit meinem Bulli den Sonnenaufgang am Großwittensee mir angucke, also doch, ich würde sagen, die Wasserplätze sind für mich auf jeden Fall besonders. Okay. Sehr schön. Und dann zum Schluss geht man an die Strandbar. Meine kleine Strandbar, oder? Meine kleine Strandbar. Was war ich viel an der Strandbar? Zwar auf der ganzen Welt ist übertrieben, aber schon an vielen Strandbars, die ziehen mich auch magisch an. Und da habe ich auch gedacht, Freunde, lass uns so eine Partynummer machen. Lass uns an den Strand, lass uns auch ein bisschen nette Drinks nehmen und einfach ein bisschen ganz unbeschwert feiern. So. Genau. Und genau. Ja, so haben Nummer, wir. warte, es ist Nummer 10. Richtig. Stimmt. Nummer 10 auf der CD. Genau, so ist es. Richtig. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir doch so grob die Titel mal durch. Jetzt müssen die Leute, die Zuschauer natürlich mal entweder in den guten Fachhandel gehen und sie sich besorgen oder im Online-Shop, egal ob bei Amazon oder iTunes oder sonst wo. Oder natürlich auch bei dir, denke ich mal, auf der Homepage kann man sie auch bestellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf der Homepage www.marco-sommer.com. .com. Da könnt ihr bestellen. Ich glaube, ich habe noch ungefähr, oh, es sind nicht mehr viele. 5.000, 6.000 würde ich sagen. Die sind schnell weg nachher. Ja, wir sind ja jetzt erst rausgekommen, sind noch ganz heiß. Ja. Und Ja, und es ist so wer will, schön. der kriegt auch wer will, der kriegt auch eine Widmung drauf, oder? So wie ich das da gerade gesehen habe, auf der, die du reingehalten hast. Ja, genau. Ich schicke die jetzt gerade weg. Die Widmung kommt natürlich auch auf. Da ist nur eine kleine Unterschrift jetzt drauf. Widmung natürlich auch. Und das ist wirklich das Spannende, muss ich sagen. Ich schicke das hier alles selbst noch weg, ne? Ja. Und es ist, auch das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe das jetzt wieder erlebt, als ich die CD rausgebracht habe, was für eine Fanpost auch ankommt. Okay. Dass man das selbst beantwortet und selbst zur Post geht und dann eine Briefmarke raufballert und sagt hier vielen lieben Dank, schönen Tag noch und auf geht's. Ne? Das ist auf jeden Fall was Besonderes, muss ich sagen. 100%. Sehr gut. Jo, also wenn wir jetzt noch über dich mehr erfahren wollen, marco-sommer.com, Social Media, wo bist du da? Facebook, Instagram? Ja, Facebook, Instagram natürlich. TikTok fuchse ich mich gerade ein bisschen rein, könnte noch 2, 3 Jahre dauern, aber, aber nee, sonst Instagram. Ich bin auch gerade bei, da jetzt ein bisschen mehr Vollgas zu geben. Sehr gut. Sehr schön. Gut, dann haben wir doch schon jetzt wieder einiges erfahren über den Marco Sommer, der ja immer noch behauptet, im Norden geht die Sonne auf. Wobei das geografisch ja gar nicht so ganz richtig ist, ne? Nee, aber fest dran glauben, dann passt das. Das machen wir. Und Das machen ich wir. zeige euch den schönsten Sonnenuntergang hier in Schleswig-Holstein. Genau. Wunderbar. Lieber Marco, ich sage herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Und wie gesagt, auf deiner Deutschlandreise wäre es schön, wenn du bei mir in der Region Station hast. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Super gerne, habe die Ehre, lieber Frank. Danke, dass du mich eingeladen hast hier. Kannst du sowas irgendwie verlosen oder so? Dann schicke ich Das dir ja kann man natürlich sehr sicherlich gerne. machen. Das kann man sicherlich machen. Und zwar, was machen wir denn? Sollen wir eine kleine Quizfrage dazu geben oder wie wollen wir es machen? Fällt dir spontan eine ein? Ja, wer war schuld, weshalb Marco Steirische Harmonika gelernt hat?
Sehr gute Den Frage. Namen, den brauchen wir. Schickt ihn uns entweder per E-Mail info@promigeflüster.de oder auch gerne, nee, schickt es per E-Mail, das ist am besten, weil sonst, genau. info@promigeflüster.de. Wie viel haben wir raus? Wie viel? Ja, ich habe ja nur noch 5.000 irgendwie, also ich würde sagen, drei. Drei, alles klar. Also, drei kommen dann in die engere Auswahl, wenn mehrere richtige Lösungen eingehen. Da müssen wir natürlich wieder auslosen. Und ansonsten, her damit, mit Es gibt euren. noch, es gibt noch die Zusatzfrage, Ja. da haue ich noch irgendwas anderes mit raus. Vielleicht mein Lieblingsgetränk. Lieblingsgetränk. Poste ich regelmäßig, fast regelmäßig bei Insta. Okay, also dann müsst ihr bei Instagram natürlich auch reinschauen, das ist ganz klar. Okay, also dann habt ihr ein bisschen was zu tun, liebe Freunde, und ich sage mal, wir sehen, wir hören uns und euch fürs Zuschauen herzlichen Dank. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.